Herr Bundespräsident, warum schreibt man heute Briefe an Wilhelm Emanuel von Kettler, der ja vor 143 Jahren schon gestorben ist? Für mich ist es ein Instrument, ihm persönlich näher zu sein, als über ihn zu schreiben. An so eine interessante, aber auch markante Persönlichkeit habe ich eine ganze Reihe Fragen. Zum Beispiel welche Fragen? Wie er sich heute verhalten würde angesichts der doch wachsenden sozialen Probleme in unserer Gesellschaft, vor allem aber, wie er es geschafft hat, hier zu zeigen, dass Kirche noch etwas zu sagen hat in aktuellen Problemen. Haben Sie das Gefühl, dass heute die Kirche anders aufgestellt ist als unter seiner Regierung? Wir haben mehr Möglichkeiten, vor allem in finanzieller Hinsicht. Aber die Notwendigkeit, die richtige Sprache zu finden, mit Blick auf das Evangelium, was es von uns fordert, ist die gleiche. Was sind so die Themen, die Sie speziell angesprochen haben? Ich spreche durchaus die Probleme, die wir als Kirche heute haben, an. Ich schaue aber auch, wie wir diese Probleme gewichten. Und für ihn, in seiner Zeit hatte die Kirche auch, sehr viele interne Fragen zu klären. Und doch geht sein Blick nach außen, geht zu den Menschen, die die Kirche nicht mehr erreicht hat. Auch zu seiner Zeit. Hoffen Sie sich eine Antwort von anderen? Ich hoffe vor allem, dass die zum Nachdenken anregen und bei denen, die sich interessieren, tatsächlich eigene Fragen auslösen und vielleicht sogar, dass sie sich mit Kettler dann auch selber beschäftigen. Sie können die Briefe unter www.kab.de gerne nachlesen und selbst auch kommentieren. Vielen Dank.